ich weiß jetzt nicht, was Marvin da geraucht oder gegessen hat. Auf jeden Fall ist das, was er da vorbringt, Wortsalat. Wenn wir jetzt aber, wie gesagt, bei der Auferstehung das Ganze haben, dann ist es falsifizierbar, wenn wir eben sagen, es gibt keine andere Erklärungsmöglichkeit für die Sachen, die wir da beobachten. Ja, von den Textzeugen, was für Dinge die beschreiben oder ähnliches. Wir reden von der Wiederauferstehung der Romanfigur namens Jesus, von der behauptet wird, sie sei getötet worden und sei dann nach 2 oder 3 Tagen wieder lebendig gewesen. Jetzt ist die Behauptung, das sei falsifizierbar. Marvin scheint aber nicht zu wissen, was das ist. Hier steht ja ganz klar, dass man etwas durch Beobachtung, Experiment oder logischen Beweis widerlegen kann. Jesus kann man aber nicht beobachten, nicht experimentell begegnen oder durch Logik belegen oder widerlegen. Also ist das blinder Glaube, mehr nicht. Ganz im Gegenteil, braucht eine so dermaßen außergewöhnliche Behauptung auch außergewöhnliche Belege. Und wie viel gibt es? 0. Nichts. 0. Stattdessen kommt etwas Erstaunliches. Eine Behauptung, dass wenn ich etwas nicht weiß, irgendjemand irgendetwas erfinden kann, was dann als Erklärung dient und akzeptiert werden muss. Das ist ja völliger Quatsch, was ja Thorin dann sehr schön und höchst eloquent ausdrückt. Die wir da beobachten. Marvin fügt noch hinzu, dass wir etwas beobachten können, was ja völlig falsch ist. Dann kommt noch was von Textzeugen. Von den Textzeugen. Die was genau sind? Und der historische Kontext zum Beispiel und sowas alles zusammen, wie etwas entstanden ist, was bestimmte Leute geschrieben haben und sowas. Und das wäre eben unsere Behauptung dann, dass es da keine andere Erklärung gibt. Dieses Argument ist also ganz klar basierend auf einem Fehlschluss. Meine Antwort ist richtig, weil du keine andere hast. Ein bekannter Fehlschluss. Und weil ein Argument auf einem Fehlschluss basierend auch falsch sein kann, ja, man kann nicht wissen, ob es wahr oder falsch ist, ist es nicht für mich überzeugend. Und die Ansage, du kannst nichts Konkretes nennen, was dich überzeugen würde von der Existenz eines Gottes, ist nicht mein Problem. Wenn Gott mich bewusst so gemacht hat, dass mich gar nichts überzeugen würde von der Existenz eines Gottes, ist die Frage, warum? Warum hat dieser Gott, wenn es ihn denn gibt, mich so gemacht, dass ich per se nicht glauben kann? Und wenn es etwas gibt, was mich überzeugen kann, und ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall irgendwelche Dinge gibt, die mich überzeugen könnten. Ja, mir kann nur keiner etwas präsentieren. Alles, was mir präsentiert wird, sind offenkundige Fehlschlüsse. Und darunter sind solche Katastrophen wie, na klar kann ein Gott gut, gerecht und liebend sein und befehlen, jemand hinzurichten, weil er am falschen Wochentag arbeitet. Gut. Und jetzt kommt der Hammer. Und dann ist die Behauptung nicht einfach nur, dass existiert, sondern die Behauptung ist noch, es gibt keine andere Erklärung als das hier. Ja, also es gibt keine naturalistische Erklärung dafür. Und dann wären jetzt die anderen Personen in der Beweislast, tatsächlich eine naturalistische Erklärung zu geben. Nein. Und in dem Kontext ist das genau richtig, was Udo Nein. gerade gesagt hat. Nein, ernsthaft? Nee. Danke, Marvin. Das wird nicht intelligenter dadurch, dass Marvin das gesagt hat. Der Satz, wer das anzweifelt, ist in der Beweislast. Der behauptet, dass das Anzweifeln mit ich bin nicht überzeugt davon, dass es wahr ist, eine beweiswürdige Behauptung ist. Der Satz ist so absurd, dass es wird echt nicht besser, wenn Marvin das sagt. Naja, und weil Thorin so richtig in Fahrt ist, auch noch ein weiterer Beleg dafür, dass Christapologeten irgendwie noch nie so richtig logisches und rationelles Denken geübt haben. Sagst du, dass Jesus nicht auferstanden ist oder auferstanden ist? Was sagst du? Bitte kurz, ich wollte nur verstehen, damit ich damit arbeiten kann. Ich sage, ich bin nicht davon überzeugt, kannst du es bitte belegen? Ich sage das heißt, du sagst, dass Jesus nicht auferstanden ist. Quatsch! Ja, du bist nicht davon überzeugt. Okay,
offensichtlich sind alle verwirrt, deswegen mache ich es noch einmal ganz kurz. Vor mir ist ein Glas mit Gummibärchen. Da sind sehr viele Gummibärchen drin. Die Anzahl ist entweder gerade oder sie ist nicht gerade. Wir sind uns alle einig. Ihr habt keinerlei Beleg dafür, dass die Anzahl gerade ist. Wenn ihr ehrlich seid, bezweifelt ihr also, dass die Anzahl gerade ist. Damit habt ihr natürlich nicht behauptet, dass sie ungerade ist. Elementary, my dear Watson.